Marcel. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und wir müssen auf Spatzen schießen. Zurück. Sind hier irgendwo Spatzen? Tja, wir haben ein Brett. Vielleicht können wir... Lilly durfte nicht mit Sachen spielen, die sie in der Kapelle fand. Aber das machte nichts. Ah, okay. Sie hatte auch Spaß daran, das Brett einfach nur anzuschauen. Ich dachte, ich hatte gerade so eine kleine Gewaltfantasie. So ein bisschen Brett und Nagel. Ihr wisst Bescheid. Gut. Nein, wieder rein wollen wir. Rein in die Klosterschule. Klärfenster zum Brunnen. Da müssen wir links. Ins Kloster. Gab es nicht so eine Sendung, die so hieß? Habe ich, glaube ich, sogar mal eine Folge von geguckt. So eine, ich glaube, RTL lief die mal ab ins Kloster, wo so kleine, wo Teenager so. Das sind dann immer die voll Klischee-Typen, die hier so drei Ladies, die sich hier, die Klischee-Typen hier, die Schminke hängen immer an ihren Handys fest und können nichts anderes als Beauty, 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 Beauty und werden dann ins Kloster geschickt. Ja. Ist weniger spannend, als es klingt. Noch weniger. Gut, wir brauchen Hilfe, um den Hamster aufzuspießen. Ja, wer kann uns denn dabei helfen? Klosterflur. Den Schlafraum. Da waren wir heute noch nicht. Im Schlafsaal. Vielleicht kann uns Edna... Hallo Edna. Kannst du vielleicht, Lilly hatte an so. Edna. Der hat keine Angst, dem erscheint sich viel zu tun. Rein? Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Lilly hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere volle Schnappzüge. Das ist ein Plan. Ach, sei doch nicht traurig, Lilly. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Okay, Lärm, Dr. Marcel, Edna, Geralt. Moment, was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Allerdings. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Zeitmaschine. Groß ist die Mikrowelle der Schulkantine. Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Und dazu müssten wir erstmal das Rätsel von dem kreisigen Pfadfinder lösen. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst
Einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Tja, die Lady labert. Die labert wirklich so viel. Das ist richtige Labertasche. Das ist also wirklich. Die sollte mal aufhören, so viel zu reden. Das ist halt wirklich. Das ist fast schon nervig, wie viel die Lilly hier am Rumlabern ist. Ständig dieses Erzähle. Das Ganze rumgeht, plappere. Das ist ja hier wirklich skandalös. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fehlt ja die Katze. Geht nicht. Für die Oberin zählten nur Resultate. Warum sollte Lilly sie also mit Zwischenergebnissen belästigen? Tja, gut. In der Kapelle, vielleicht kommen wir da irgendwie weiter. Wir müssen das Rätsel lösen von dem alten Kreis. Da kommen wir auch nicht weiter. Was? Hä? Es tut nur meine... Du zerstörst und wenn sie und das hier ich erkenne und wo teppel ich doch, aber dies niemand ist, sonst hätte ich, falls es sich um... Es gibt sie nicht. Lilly war bar. Okay, wir müssen wahrscheinlich wirklich das Rätsel erstmal lösen. Dann können wir irgendwie am Kreuz ein bisschen was. Brett und Kreuz. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly wollte lieber nicht riskieren, dass es umfiel. Sonst würde die Oberin sie noch daran aufhängen. So wie auf den Bildern. Das wäre sehr schade. Recht still getreten. Ja, kommt der Gerhard rein. Soll ich bei diesem Lärm und der kann nicht Arbeit arbeiten. Nachgehen. Hey, Frank! Frank! Na, was soll's? Wir müssen erstmal den Frank loswerden. Und dann können wir hier beichten gehen und dann können wir ihn einsperren. Mit dem Brett. Ah, verstehe. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich immer noch jemanden, der uns dabei hilft, den Hamster aufzuspießen. Damit wir das als Vorbild für die Stickerei benutzen können. Denn nee, in die Kantine wollen wir nicht. Tja, Tüllkirschen. Wem gehen wir die zu fressen? Ich vermute mal die Katze. Wir müssen das Rätsel lösen, was der alte Pfadfinder uns aufgegeben hat. Tja, wo war der nochmal? Wollte er sich nochmal aufgehalten? Rundgang? Ne, hier war es nicht. Treppenhaus. Es war ein bisschen weiter runter. Tja. Schlafsaal? Nein, zum Klosterflur. Da wollen wir hin. Das ist das Zimmer von die Sammlung. Alter Geist. Ja, wir müssen das jetzt hier im Nachtsblock lösen. Das ist halt. Ja. Ja, wir kennen uns. Ja, die Tipps helfen uns auch nicht weiter. Das Gefecht nämlich. Wie jeder weiß, er hat's mit Äpfeln im Gip. Okay, die drei haben wir schon. Notizblock. Tja. Ja. Die drei Tipps haben wir schon eingebaut. Aber wie? Aber was? Aber wo? Jetzt haben wir zwei Häkchen auf der. Das kann auch nicht richtig sein. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Äpfel nicht traurig. Das heißt im Umkehrschluss also Äpfel fröhlich. Warum habe ich das dann hier? Äpfel macht ihn fröhlich. Nee, das habe ich bestimmt schon mit gutem Grund.
Also so hier, es müsste da das Häkchen hin. Tja, also. Hat da jemand einen Plan? Theoretisch könnte man jetzt das auch so. Das weiß man nicht, aber klingt logisch. Also wenn das hier dafür steht und das dafür eigentlich. Tja, wissen wir immer noch nicht, wie das hier so aussieht. Kokosnuss macht ihn traurig. Das heißt, auf dem Spaten hier vielleicht, ja, den Bären haben wir schon. Igel ist es nicht, dann vielleicht hier so. Und dann ist das dann so. Tja, ist jetzt hier Ratespiel. Können wir auch noch raten. Tja. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Ich steh grad auf dem Schlauch. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Boah, schläfrig. Kokosnüsse vor Schläfrigkeit. Der Igel könnte eventuell schläfrig sein, daher habe ich hier schon mal das angekreuzt. Dann hier. Der Igel. Da haben wir Wut. Auf keinen Fall beim Igel, das heißt eventuell so. Das klappt auf jeden Fall nicht. Das kann ja nicht. Tja. Hat da jemand einen Plan? Können wir hier eine Ausprobiererei machen? Igel-Dingens. Igel-traurig. Tja. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Das haben wir wahrscheinlich auch schon. Das haben wir wahrscheinlich auch schon falsch gemacht. Tja, es kann ja in der Reihe nicht sein. Tja, wer jetzt hier Rätsel raten? Na dann. Wir haben die Stunde voll. Ich habe jetzt 17 bis 18 Uhr wollte ich streamen. Haben die Stunde voll. Dann ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit, dass ich das jetzt hier an dieser Stelle beende. Dann mache ich das vielleicht offscreen weiter, weil da müssen wir uns jetzt nicht noch den nächsten Stream gleich aufhalten. Starte ich vielleicht im nächsten Stream mal mit dem gelösten Rätsel. Da hänge ich mich jetzt hier offscreen noch ein paar Stunden dran und dann schauen wir mal. Ja. Wäre doch ein guter Anfang. Ich meine, das hat jetzt auch nicht so viel fürs Play. Für die Parts dann später hat es dann auch nicht so viel Sinn, das dann hier Ewigkeiten durchzumachen. Es hat jetzt nicht so den Unterhaltungswert. Daher. Gut, auf jeden Fall würde ich jetzt mal diesen Stream hier beenden. Ich schalte mal rum auf den Warteraum. So. Musik. Na dann. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Stream gefallen haben, sollte euch diesen Part gefallen haben. Ja, Stream. Die Parts werde ich dann später verarbeiten und dann, wie bei Edna bricht aus, später hochladen.
Ja, danke an alle, die da gewesen sind. Und alle drei Zuschauer. Ja, ich mache jetzt hier Schluss. Ich lasse noch ein bisschen Musik laufen. Noch ein paar Minuten, noch zwei Minütchen. Und sag schon mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und Podcast-Kanal dort vorbeizuschauen. Da kommt morgen eine neue Podcast-Folge online. Na dann. Ich bin dann mal weg. Ja, macht's gut. Habt einen angenehmen Tag und haut rein. Ciao, ciao.